Hallo liebe Let's Play Erzenfreunde, heute mal wieder mit Destiny, die dritte Folge. Ich glaube, wir sind bei der dritten Folge gerade angelangt. Heute mal mit zwei Special Gästen, einmal mit den Capo. Er darf auch grüßen. Servus und schönen Abend auch. Und den Yannick. Hallo. Genau. Wir werden mal direkt anfangen. Wir werden erstmal das Ziel festlegen und gehen diesmal auf die Erde. Und jetzt haben wir das dunkle Innere in Altrussland auf der Erde, Level 3 Story. Und werden dies direkt starten. Genau. Oh, jetzt fliegt gleich unser Raumschiff wieder los, wie immer. So, Yannick und Capo, wie geht's euch? Gut. Ja, ganz gut soweit. Ja, so soll es sein. Wunderbar, wunderbar. Was haltet ihr von Destiny? Haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht. Also das Spiel an sich ist echt überragend. Ich hatte auch schon die Beta gezockt gehabt und da war ich echt geflasht davon. Mhm. Ja, die Beta war halt kurz. Aber also ging ja bis Stufe 8. Da war auch schon Schluss. War der Mond eigentlich bei der Beta auch dabei? Weiß ich gar nicht. Doch, da kam er vor als kurzer Event, kurz bevor die Beta abgelaufen ist. Dann war das so, ich wusste, irgendwas war bei der Beta gewesen mit dem Mond, aber dann war das so. Ja, okay, würde mal sagen, dann rennen wir, jumpen wir ein bisschen los. Was sollen wir jetzt tun? Erstmal, was für... jetzt kommt er erstmal. Wir sollen uns zur Himmelswacht begeben. Leichtes Spiel mit uns dreien. Ich finde die Maps unheimlich schön bei Destiny. Das muss ich auch sagen. Also ich sag mal, die sind echt wirklich schön. Ja, ich sag mal, das rechtfertigt auch die lange Ladezeiten. Also bin ich der Meinung. Also natürlich größere Maps brauchen einfach längere Ladezeiten und du hast zwischendurch keine wirklichen Ladezeiten. Und das finde ich halt super gemacht, muss ich dazu sagen. Ja. Also definitiv. Oh, ich kann ja schon schweben. Ah, ach so. Ja, aber nicht lange. So, dann werden wir mal hier rüber hüppen, würde ich sagen. Und warten noch auf unsere Beine. Ah, da gibt es Sprungprobleme, ich glaube. Oh. Und was ich auch sehr gut finde, ist die Ausbalanciertheit der Charakter. Also ich kann mich kaum entscheiden, welchen Charakter ich nehmen soll, weil ich eigentlich alle super geil finde. Ja, ich muss sagen, die haben ja auch ähnliche Fähigkeiten. Sagen wir mal ähnliche, nicht die gleichen, aber ähnliche Fähigkeiten. Und ich sag mal, das macht es dann, glaube ich, auch wett. Sag ich mal. Irgendwer hat dann auch seine. Ja, die Fokusse sind ja auch. Also die Fähigkeitsskills, Fokusse halt, sind ja auch jeweils aufgeteilt. Zum Beispiel, dass der Titan sein normaler Arcus-Element hat und zusätzlich noch die Leere, was eigentlich die Standardfähigkeit, also der erste Fokus vom Warlock ist, was auch, also mir persönlich gefällt auch die Leere sehr gut beim Titan. Mhm. Und beim Jäger ist es so, dass Solar die erste Fähigkeit ist. Und die zweite Arcus, also Elementarschaden. Also beim Titan sind natürlich Verteidiger und der Stürmer eigentlich als Standard. Genau. Ich weiß gar nicht, da wird sicherlich dann aber noch eine dritte Sache da kommen, weil da ist ja nochmal ein Viereck extra drin, glaube ich mal. Oder? Ja, da ist noch ein dritter Slot offen. Und ich frage mich echt, ob da noch wirklich was kommen wird. Ja, da wird auf alle Fälle was kommen, also. Das Spiel ist ja wirklich auf 10 Jahre ausgelegt und du musst ja erstmal wirklich 10 Jahre versuchen zu überbrücken, ja. Ja, natürlich. Also hier liegt auf jeden Fall schon mal eine Drehmetallplatte. Ich muss dazu sagen eigentlich auch, ich bin kein Ego-Shooter-Fan. Mochte eigentlich noch nie Ego-Shooter, aber Destiny hat mich überzeugt. Wirklich das, okay, ich habe es gekauft, weil ich es einfach mal probieren wollte, sage ich mal so. Und hat mich überzeugt, muss ich sagen. Also das Spiel macht wirklich Spaß. Also ich sag mal, auch wenn du auf einem Low-Level bist, hast du im PvP, hast du trotzdem deine Chancen etc. Also
muss man sagen. Also schon top. Okay, klar, wenn der Gegner da, weiß ich was, für Monster-Ausrüstung hat, dann natürlich nicht. Das ist natürlich auch wieder klar. Aber richtig, aber hat trotzdem seine Chancen. Richtig, richtig. Also ich gebe ehrlich zu, ich bin halt nicht der Beste im PvP. Aber ich sag mal, ich bin ja auch eigentlich gar kein Ego-Shooter-Fan. Aber das kriegt man auch hin. Also ich sag mal, wenn ich so denke, zum Beispiel anfangs GTA-Zeiten habe ich ja damals gezockt gehabt und am Anfang war ich auch eine Niete. Und ich habe das wirklich dann permanent gezockt gehabt und ja, dann halbwegs unbesiegbar. Okay, ich war trotzdem besiegbar, klar, aber trotzdem, wir haben uns alle gesteigert ohne Ende. Und so wird es ja auch bei Destiny sein. Je länger du spielst, desto besser hast du deine Erfahrung. Ist ja ganz normal, ja. So, jetzt sind wir hier in einer schönen, dunklen Katakomben wieder. Und jetzt kommen nicht wenige Leute. Wir haben eine ganze Menge Gegner. Die Schar. Ja, die brauchen wir ja nur besiegen. Ich bin auch teilweise gewöhnt an meinen Titan vorstürmen und einfach Buff machen, aber das funktioniert mit den, sag ich mal, niedrigen Rängen leider noch nicht ganz. Ne? Da muss man aufpassen, dass man da nicht plötzlich stirbt. Ja. Schade, hab gerade einen halben Helm bekommen, aber das ist für Stufe 3. Oh. Du bist ja Stufe 2 noch, ne? Ja. Ah, das kriegst du ja auch noch. Ist ja auch nicht so weit weg. Also ich muss auch sagen, also wenn man wirklich mit höherrangigen Leuten im Prinzip arbeitet, dann steigt man auch schneller auf. Ist mir halt mal so aufgefallen, ja. Ich habe auch meinen Kumpel ein bisschen gelevelt, den Sigi. Und einfach top. Der ging schnell hoch. Also er selber. Jetzt kommt die Hexe. Naja, wenn ich noch so denke, am Mond die drei Hexen zum Beispiel, die waren schon sehr extrem. So, das war das dunkle Innere. Oh, wir haben es ja schon abgeschlossen. Hier oben liegt eine Schatzkiste übrigens. Auf dem Dach. Ganz, ganz oben, oder wo? Hinten in der Ecke. Ah, dann holen wir uns die doch schnell, schnappen wir sie. Leider habe ich ja noch nicht den Vorteil, dass ich einen höheren Sprung absolvieren kann. Muss ich später dann mal holen. Ja, ist ja kein Thema. So, das war unser Let's Play jetzt bezüglich dieser Mission. Ich bedanke mich bei unseren Gastspielern. Ich hoffe, die sind auch bei demnächst noch neue Missionen dabei. Genau, danke, vielen lieben Dank. Abonnieren, liken nicht vergessen. Euer Let's Play Ärzte-Team. Ciao, ciao.